Herzlich willkommen bei dem Podcast von Carsten Breckwold von der Mentoring Akademie. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht grundsätzlich um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Entwicklung, unternehmerisches Denken im Vertrieb und finanzielle Freiheit aufzubauen. Das sind Themen, die mich bewegen, und zu diesen Themen lade ich immer wieder interessante Gesprächspartner ein, die über ihr Herzensprojekt sprechen, die Dinge schon erlebt haben, die aus der Praxis heraus erzählen und ihr Wissen gerne mit uns teilen, damit ihr als Zuhörer einen Mehrwert habt. Heutiger Podcast mit einem wirklich spannenden Thema, Tochter eines Unternehmers, Erfolg und Leid. Auf diesen Podcast habe ich mich richtig, richtig gefreut, weil ich selbst ja auch im Unternehmerhaushalt groß geworden bin und seit 50 Jahren unternehmerisches Denken bekommen habe von meinen Eltern, von meinen Geschwistern. Wahnsinn. Sabrina Schneider ist auch im Unternehmerhaushalt groß geworden und kennt auch diese Themen. Mensch, von außen sieht das immer alles toll aus. Und wie oft Leute sagen, boah, dein Leben hätte ich gerne. Und so wie du es gemacht hast, ist ja alles kein Problem. Aber welchen Preis man dafür zahlt, als Kind eines Unternehmers groß zu werden, spannend. Also wir gucken hinter die Kulissen, was das bedeutet. Und Sabrina Schneider, ich wollte sonst frage ich immer, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Aber in diesem Fall, du bist geboren. Ja, ich konnte mir das irgendwie nicht so aussuchen. Also man sagt ja so, alte Seelen, die können sich das ja irgendwo aussuchen, in welches Familienverhältnis man auch reingeboren wird. Aber ja, genau, ich bin in ein Autohaus reingeboren worden sozusagen. Das heißt, schon als Baby da gespielt und drin aufgewachsen, bis Mitte 20 praktisch, wo ich dann auf dem Weg war, das Autohaus auch dann zu übernehmen. Okay. Genauso exakt, wie du das halt sagst. Ne? Es hat halt seine positiven Seiten, natürlich gar keine Frage, was die meisten Menschen ja auch im Außen sehen, aber es hat natürlich auch seine negativen Seiten, wie alles im Leben halt auch in Balance ist, ne? Und Erfolg und Neid gehört halt einfach irgendwo auch zusammen, ganz normal. Ist eine Medaille. Das ist ja immer so, wenn jemand so ganz stark arrogant auftritt, habe ich festgestellt, arme Wurst, der hat ein ganz, ganz kleines Selbstbewusstsein und überspiegelt das einfach nur mit seiner arroganten Auftrittsweise. Also wie gesagt, es hat immer eine Medaille und da muss man auch immer ein bisschen tiefer reingucken. Und ja, Erfolg und Neid, gerade mit Selbstständigen, ist natürlich wahnsinnig groß in unserer Gesellschaft. Genau, exakt, ja. Von dem, wo du sagst, Mensch, hier, was hat dich am meisten gestört, so in deiner Kindheit, also beim Unternehmerhaushalt? Also Man nimmt das ja erst alles gar nicht so bewusst wahr. Und witzigerweise, so in den letzten 2 Jahren beschäftige ich mich enorm mit diesen ganzen Themen. Also ganz bewusst mit diesen ganzen Themen. Davor war mir das halt nie bewusst, weil ich es nicht anders kannte. Und ich bin reingeboren als Baby. Meine Mama, mit der rede ich im Moment sehr, sehr viel über die ganzen Themen, weil die auch schon aus dem Autohaus weg sind. Also das heißt, wir haben das Autohaus vor 1,5 Jahren verpachtet. Und mit ihr rede ich ganz viel über die Themen. Und sie hat auch früher immer wieder gesagt, dass ich zum Beispiel als Kind oder als junges Kind schon im Auto saß und immer gesagt habe zur Mama, nicht die Firma, nicht die Firma. Und Mama halt im Auto saß und wir sind zur Firma gefahren. Ich habe das halt gespürt als Kind, ne, und Mama geweint hat, weil sie wusste, okay, sie musste mich halt mit ins Autohaus nehmen. Ich wollte es aber als Kind schon nicht. Aber das war mir natürlich nicht bewusst. Aber sowas nimmt man ja als Kind auf. Ja. Auch viel im Unterbewusstsein halt, ne? Und und ich hatte immer eine gute Zeit. Also jetzt, wenn ich so einfach reinschaue, habe ich eine gute Zeit gehabt, weil Mama war immer für mich da. Immer. Aber ich habe halt angefangen, auch in diesen, also ich bin mit 13 wirklich richtig reingeschmissen worden, schon in den Service, wo ich dann am Telefon saß und wirklich auch dann da den Selbstwert schon aufgebaut habe. Aber es ging halt immer darum, ich war oft Papakind, also ich habe immer meinen Papa nach dem gesuchtet. Ich wollte von dem immer die Bestätigung, dass ich was gut gemacht habe. Meine Mama hat uns das immer gegeben, also mein Bruder auch, ich habe noch einen Bruder. Und Mama hat uns immer die Liebe gegeben halt auch, ne? Aber Papa war nie da. Ja. So, ne? Also er war zwar im Autohaus, aber nie so da. Und wir haben halt echt danach gesuchtet. Aber es war halt immer dieses Thema, du musst stark sein,
nett und freundlich gegenüber den Kunden. Genau. Ne? Also immer so diese Thematik, ne? Nicht Schwäche zeigen. So, und so bin ich da reingewachsen. Also wirklich so da reingewachsen. Das heißt, ich auch als Frau musste immer meinen Mann stehen. Mein Bruder war eher so nicht da drinne. Also der hat eher schon so seinen Weg außerhalb Autohaus verfolgt. Aber ich bin halt wirklich dann auch mit 19 dann in die Ausbildung. Also das heißt, ich habe angefangen, Automobilkauffrau nach meinem Abitur zu lernen, war aber auch trotzdem parallel immer schon im Autohaus tätig und habe mir so Taschengeld verdient. Mhm. Das heißt, mein Papa hat uns auch sehr gut erzogen, was Geld betrifft. Ne, wir haben nie Geld, ich sag mal, so hinterhergeschmissen gekriegt. Nie. Ich glaube, sonst wäre ich auch niemals an dem Punkt, wo ich heute bin. Ne? Mhm. Und das ist ja genau das Thema, wo ich sage, heute, ich bin dankbar dafür, dass meine Mama da war, uns die Liebe gegeben hat und wirklich immer auch da war, aber der Papa war halt in der Liebe nie da. Und ich war immer sehr auf den Papa fixiert, dadurch, dass ich halt auch immer genügen wollte und im Autohaus war und immer halt alles toll machen wollte für den Papa. Mhm. Ne, und er uns irgendwie nie oder mich nie gesehen hat. Als Kind muss man dazu sagen, genau. Könnte jetzt fast sagen, ich könnte deine Kindheit mit meiner austauschen. Ja, genau. Meine Eltern haben Blumenhandel gehabt und meine Eltern waren immer da. Mhm. Weil wir sind ja im Krabbelgitter, sind wir im Blumenladen aufgewachsen. Also das ist wirklich so. Da war im Binderaum, da war so ein Krabbelgitter, da wurden die Babys reingepackt. Also ich habe 3 Geschwister und es sind wir groß geworden. Exakt, genau so. Genau. Es war bei uns ganz genau so. Die Mama hat dann immer so kleine so Rondelle gebaut, wo sie uns reingesetzt hat. Und ich weiß noch, ich kenne noch so ein Foto, wo ich komplett mit Mohnkopf verschmiert halt im Verwaltungsbüro halt saß. Ne, so. Also wir haben auch immer da gespielt. Es war immer Alltag Autohaus. Es war egal eigentlich, ob ich zu Hause war oder Autohaus. Autohaus war mir mehr. Es war immer zu Hause. Halt so, ne? Ja, genau, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Exakt. Und am Wochenende ging es dann weiter, war bei uns auch mal so, wie hat man es verkauft, wer hat bezahlt? Gut, bin mit Blumenhandel groß geworden, denn so doof sich's anhört, da wurde am Samstag dann geguckt, wie sind die Beerdigungsanzeigen gewesen, weil man wusste, welche Kunden man dann bekommt. Exakt, genau. Ja, kenn ich, ja. Also das ist schon völlig irre. Das ist das, was man natürlich als Kind auch mitbekommt. Geld betrifft, gute Erziehung. Also mein Vater hat immer dafür gesorgt, dass wir gut bezahlt werden. Also dass wir auch eine gute Beziehung zum Geld haben. Ja, und genau. Dass Geld auch wichtig ist. Und ich in meiner heutigen Betrachtungsweise danke an meine Eltern, was sie uns mitgegeben haben. Genau. Also gerade auch am finanziellen Mindset mitgegeben haben. Unbedingt, ja. Weil bei uns am Frühstückstisch, Mittagstisch, wie auch immer, wurde natürlich auch über Altersabsicherung gesprochen und wo meine Eltern klar in Immobilien investiert haben. Genau. Weil sie einfach sagten, ich kriege später keine Rente und wenn dann nur ganz wenig, weil man wenig eingezahlt hat, also müssen Immobilien her. Und dann hat man natürlich auch über Thema Mieter gesprochen. Was bedeutet das? Und Mensch, ist das ein gutes Haus? Ist das ein schlechtes Haus, in dem man investiert? Und das war einfach völlig normal, dass man über solche finanziellen Themen auch gesprochen hat. Ganz klar, bei uns auch, ganz genauso, ja. Ja. Und was das für Auswirkungen hat, besprechen wir nachher nochmal den vertiefenden Teil. Weil in der Schule, denke ich dann immer heutzutage, den Kindern wird ja gar nichts beigebracht über Geld. Also finanzielle Freiheit, finanzielles Mindset. Genau. Sondern wird Wissen reingepackt, aber Freiheit kommt natürlich auch mit Geld. Ja, exakt. Ja, ja, das war so, wo ich sagte, boah, hey, welches waren die Dinge, die hängen, was so negativ war. Bei mir war es zum Beispiel, ich will es einfach nur gesagt haben, wo ich mir dachte, boah, Blumenhändler, Wochenmarktbetrieb, also ich habe auch später auf dem Fischmarkt Blumen verkauft. Ja, der bedeutet das wirklich Fischmarkt, du bist morgens in Hamburg um 1, 2 hingefahren in der Nacht. Mhm. Also aus der Disco gleich weiter zur Arbeit und dann da vielleicht geschlafen. Aber meine Freunde, die haben immer Freizeit. Mhm. Oder wenn es nach Dänemark ging, die sind dann schon am Freitag losgefahren zum Wochenende. Und Carsten, warum kommst du nicht mit? Ja, ich muss am Samstagmorgen auf den Wochenmarkt, weil es Familienbetrieb ist. Das ging bei mir genauso. Ich hatte auch immer Wochenenden voll mit Autovorstellungen. Und was haben meine Freunde gemacht? Die haben gechillt. Und ich bin auf diese ganzen Wochenausstellungen mit den Autos gefahren. Ja, kenne ich auch. Ja, das ist so irre. Das ist wirklich so irre, wie unterschiedlich das ist. Aber wie gesagt, heute bin ich meinen Eltern mehr als dankbar, weil durch dieses unternehmerische Denken auch ganz andere Erfolge kommen. Mhm, und exakt.
darüber lassen wir uns auch gleich nochmal reden, weil wie kann es sein, du bist auch selbstständig, hast dich auch selbstständig gemacht, auch mit deinem Bruder zusammen und deine Eltern spielen auch noch eine Rolle mit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Also wir bauen das alles so ein bisschen zusammen auf. Also unser Ziel ist es halt, daraus eine Holding zu machen. Das heißt auch mein Projekt, also das Project Human Business, was ich ja ans Leben gerufen habe mit meinem Freund, der auch ganz da voll mit drin ist. Der ist auch viel im Unternehmertum unterwegs gewesen. Und auch im Automobilbereich, also BMW-Sektor, also ganz spannend. Und ja, und ich denke halt schon, wenn du wirklich in der Selbstständigkeit warst, auch wirst du auch immer wieder hingehen, weil das Mindset einfach da ist, dieser Freiheitsgenuss. Ne, da bist man schon aufgewachsen halt. Ne? Man weiß, für wen man arbeitet oder gearbeitet hat. Ne? Und dann auf einmal arbeitest du für andere Menschen und es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ne, und dann sagst du, nee, also ich will wieder in die Freiheit und will für mich arbeiten, für mein Projekt und will den Menschen da draußen was mitgeben. Das ist ja eigentlich der Kerngedanke halt von dem Ganzen, ne? Also was auch mein innerer Antrieb ist. Und so ziehe ich halt komplett alle mit rein, die halt Bock haben mitzugehen. Und das ist auch meine komplette Family. Meine Familie hat das Autohaus verpachtet, ne, somit auch die Altersvorsorge irgendwo gesichert. Und ja, sie leben auch die Freiheit. Sind jetzt in einem Wohnmobil, wo sie drinnen wohnen. Also richtig spannende Sache, haben das Haus verkauft. und ja, leben halt jetzt, ich sage immer, in so einer fahrenden Eigentumswohnung. Ne? Es ist natürlich auch schon so ein Luxusgerät. Aber sie sagen halt trotzdem, hey, wir sind hier, um zu leben halt. Die sind jetzt um die 60, ne, und sagen auch, okay, und was bauen wir jetzt auf? Freiheit und Ortsunabhängigkeit, warum nicht? Genau, darüber, wenn ich eben lache und andere Hörer sagen, warum lachen wir? Als meine Eltern das Blumengeschäft an meinen Bruder verkauft haben, haben sie ein Wohnmobil gekauft. Stark, ja. Die haben sich ein Wohnmobil gekauft und ich dachte, boah, hey, ich habe vorher noch nie was mit einem Wohnmobil zu tun gehabt. Ja. Mein Erbe wird gerade verjubelt, aber es war eine der besten Entscheidungen. Meine Eltern sind über 80, haben über 20 Jahre dieses Wohnmobil gehabt und haben es heute noch. Und von daher nicht, Entschuldigung, ich dachte, das ist ein Déjà-vu, was wir hier gerade haben. Aber ich glaube, das ist halt schon auch so dieses, man ist halt jahrelang gefesselt an einen Ort und plötzlich sagt man halt nein. Ne, ich kann auch in Freiheit leben und ich glaube, dieses Wohnmobil gibt halt diese Freiheit halt auch, ne, das Zuhause mitzunehmen, genügsam zu sein und das ist Fakt. Ja. Genau. So, Sabrina, mir fällt es jetzt ganz schwer, weil, liebe Zuhörer, das ist der erste Teil und wenn euch das weiter interessiert, wie eine Familienholding aufgebaut wird, wie man ein, ja, oder was bedeutet unternehmerisches Denken, dafür nehmen wir gleich den vertiefenden Teil auf, Sabrina. Ich freue mich jetzt schon. Also wie gesagt, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, da steckt so viel Wissen drin, das ist wirklich der Hammer. Tochter eines Unternehmers, Erfolg und Neid. Auch über den Teil reden wir auf jeden Fall, über Neid. Und liebe Zuhörer, denkt immer dran, es gibt immer eine Lösung und Geld folgt dem Erfolg. Kümmert euch um euren Erfolg. Dann kommt das Geld automatisch hinterher. Jo, und damit ihr keinen Podcast mehr verpasst, abonniert gerne den Kanal, gebt ein Like beim YouTube-Kanal oder wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen, wir werden sie alle beantworten. Sabrina, ich freue mich jetzt gleich auf den zweiten Teil mit dir. Ich mich auch.